gell? Hi. Entschuldige, war ein bisschen Verkehr. So. Spring ein. Geht das? Während des Studiums, als ich noch Medizin studiert hatte, wenn die Leute sich dann irgendwie die Premiere angucken müssen und sehen, dass ihr Freund oder ihre Freundin mit jemand anderem quasi rumknutscht. Ja. Aber auch da, wenn Leonardo DiCaprio Kate Winslet küsst, ist das nicht echt. Das heißt okay. Der Typ, der mal lustig war oder die Frau, die mal lustig war, die bekommt dann als erstes mal so einen richtig ernsten Klopp so. Und dann kriegst du oder hey. Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskünstler. Es ist wieder Künstler im Gespräch angesagt. Heute mitten auf einem See mit diesem reizenden Mann. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ich heiße Claudius. Ja, Claudius von Stolzmann ist das. Hallo. Er ist ein Schauspieler und was ihn so ein bisschen unterscheidet von den anderen Schauspielern, die ich bis jetzt interviewt hatte, ist, dass er eine staatliche Ausbildung genossen hat und auch an staatlichen Theatern angestellt ist, eigentlich hauptsächlich, ne? Hauptsächlich, ja. Hauptsächlich. Ja? Genau. Ich lasse ihn das mal selber erzählen. Also mal ein bisschen zu deinem Werdegang. Ja. Du bist Schauspieler geworden. Wolltest du immer Schauspieler werden? Ich hatte immer schon die Tendenz, so kurz vorm Abi, dass ich das gerne werden wollte. Und dann gestaltete sich das aber ein bisschen schwierig mit, zuerst musste man ja Zivildienst machen, damals noch, oder Bundeswehr und so. Und dann habe ich aber vorgesprochen und war... Als ich mich dann entschlossen habe, vorzusprechen, während des Studiums, als ich noch Medizin studiert hatte. Ach, krass. Ja, ich habe zuerst Medizin studiert. 2 Jahre in Düsseldorf. Und da habe ich so viel Theater geguckt, dass ich gedacht habe, hey, ich spreche nochmal vor. Mhm. Jetzt muss es doch nochmal klappen. Und dann bin ich in Frankfurt genommen worden. Und da habe ich dann ein Jahr studiert und dann habe ich weiter vorgesprochen und bin an der Ernst Busch in Berlin genommen worden. Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen. Du warst aber auch in New York, oder? Ist das irgendwie falsch? Ja, ich habe dann 3 Jahre gearbeitet und irgendwie so das Gefühl gehabt, dass mir noch was fehlt. Und außerdem wollte ich unbedingt auf Englisch spielen lernen für mögliche internationale Projekte, die irgendwann hoffentlich mal kommen könnten. Und so habe ich mich dort dann auch nochmal beworben und war dann da vorsprechen und bin dann dort auch genommen worden und habe dann da nochmal einen Masterstudiengang in New York an der New York University Tisch School of the Arts, heißt das. Okay. Das ist quasi der künstlerische, die künstlerische Abteilung von der New York University, diese Tisch School. Genau, das ist eigentlich sehr vergleichbar mit unseren Schauspielschulen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das ist so Konservatorium-Style, das heißt, du hast den ganzen Tag nichts anderes. Also nur Unterricht quasi? Genau, nur schauspielbezogene Sachen, also Diktion und Tanz und Bewegung und Szenenstudium und Singen und dieses ganze Zeugs, was man halt macht. Also für alle, die überhaupt nicht wissen, was man macht nach der Schauspielschule, das war jetzt schon eine grobe Zusammenfassung. Also man trainiert quasi alles, ne? Stimme, Körper, Geist, also auch Konzentration. Soll ich mal erzählen, was, ja, wir zum Beispiel in Berlin gemacht haben? In Berlin fängt es so an, dass man 3 Monate lang ein sogenanntes Impro-Seminar begeht. In Berlin ist es jetzt so, dass man zu 24 ist auf der Schule, sodass man in 3 Gruppen eingeteilt wird. 8 Leute mit jeweils einem Dozenten und in diesen ersten 3 Monaten kommen auch noch die 6 bis 8 Regiestudenten dazu, die dann an diesem Impro-Seminar zusammen mit den Schauspielern teilnehmen, damit die auch so ein bisschen lernen, wie es ist, selbst mal ein paar Sätze auf einer Bühne zu sagen. So. Damit die nicht nur quasi das Gefühl haben, hey, ich darf bestimmen, sondern damit die auch so ein Gespür dafür bekommen, hey, was ihre Schauspieler dann später mit ihnen durchmachen müssen als Regisseur. Quasi. Das ist eigentlich ganz cool, mit den Regisseuren dann auch so in einen Pott geworfen zu werden. Ja, und dann macht man halt so Impro-Spiele, so das, was man auch irgendwie in Jugendclubs die ganze Zeit macht. So ja. Sachen erfinden, Geschichten erfinden. Wow, das war ein großer Fisch. Und dann nach 3 Monaten beginnt dann schon
das erste Szenenstudium. Und da wird man dann mit einem anderen Spielpartner, einem anderen Kommilitonen aus seinem Jahrgang gepaart, kriegt eine Szene aus einem Theaterstück, kriegt einen Dozenten, irgendeine Probebühne und dann wird 4 bis 6 Wochen geprobt. Und dann wird das nach 6 Wochen den anderen Kommilitonen und den restlichen Dozenten vorgeführt. Und so geht das quasi 4 Jahre weiter. Und dass man natürlich auch die ganze Zeit noch währenddessen diese anderen Sachen hat. Also Stimmtraining, Diktionstraining, Tanz, Fechten, Bewegungsunterricht, was haben wir noch alles gehabt? Und dann kann man so Clownskurse zum Beispiel machen. Im Sommer kann man dann über die Schule quasi reiten lernen. Ach, okay, falls du, ja, krass. Falls du irgendeiner von den Glücklichen bist, die bei den Festspielen mitmachen müssen und da irgendwie reiten müssen oder bei Herrn Herbig Manitos reiten muss, das wird natürlich auch angeboten. So. Also quasi, es wird so alles abgedeckt, was einem auf der Bühne begegnen könnte. Theatergeschichte haben wir natürlich auch, also wir haben auch diese theoretischen Unterrichte und Theatertheorie und so, wo dann viel gelesen wird, also Stücke und Theorien und so weiter und so fort, aber genau, hauptsächlich wird eigentlich durch Probieren gearbeitet. Und dann kriegst du halt nach diesen Szenenstudien, kriegst du immer eine Auswertung. Da sitzt du dann quasi mit allen Dozenten und Professoren aus der... mal schauen, wo der langfährt. Ah, alles klar. Aus der Schule zusammen und dann kriegst du... Oder... Hey. Okay, krass, ja. Aber kann man während der Ausbildung irgendwie so eine Art fliegen? Oder ist man, wenn man einmal drin ist, eigentlich drin? Wie ist es? Also ich glaube, man muss sich schon sehr dämlich anstellen, um zu fliegen. Also... Es gab mal früher irgendwie so diese Art Fähnchen, hieß das, dass man quasi so ein Hab-8-Fähnchen aufgepasst, erstes Fähnchen an der Busch bekam. Okay. Während ich da war, ist das keinem passiert. Also wir haben wirklich viel Spaß in der Schule gehabt und das ist keiner in diese Bredouille gekommen. Das ist übrigens ein Unterschied, weil ich war auf einer privaten Schule und bei uns wurde richtig radikal nach 2 Jahren nochmal gesiebt. Ja, also man musste da schon so Prüfungen bestehen dann irgendwie auch, ne? Das gab es bei uns eigentlich nicht. Also das war dann eher so, dass man die ganze Zeit damit konfrontiert war, Szenenstudien und Rollen zu bekommen und zu erproben, die einem auf Anhieb eigentlich eher fernliegen. Das heißt, der Typ, der mal lustig war oder die Frau, die mal lustig war, die bekommt dann als erstes mal so einen richtig ernsten Klopp. So. Und der andere natürlich genau das Gegenteil. So. Hat das mit Komfortzonen zu tun? Also, dass man sich so schnell in so eine Komfortzone reinspielt irgendwie? Ja, genau. Und dass man halt irgendwie eine Bandbreite irgendwie anfängt zu entwickeln. Dass man sich eben nicht nur auf eine Sache von jungen Jahren an schon fokussiert und sagt, das ist mein Ding und das andere interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern halt auch um das Interesse zu wecken, glaube ich. Mhm. Also ich fand das immer sehr gut. Es ist irgendwie auch, glaube ich, letztendlich gar nicht so wichtig, auf welche staatliche Schule man kommt. Also natürlich sind so, glaube ich, so zum Beispiel die Ernst Busch oder in Wien das Reinhardt-Seminar oder München ach, das ist eigentlich scheißegal, auch Leipzig, Hamburg sind alles gute Schulen. Essen oder Bochum, meine ich, das sind alles super Adressen. Es sind halt nur einfach nur andere Leute da und man hat entweder Glück, dass man mit den Dozenten cool klarkommt und die einen Lust haben aufzubauen und mit einem intensiv zu arbeiten, oder man halt nicht das Glück und da muss man selbst einfach mehr investieren. Das ist so ein bisschen so mein Fazit. Gehst du auch schon mal mit Leuten von Privatschulen zusammen auf den staatlichen Bühnen? Ist das oder gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht? Oder weißt du das gar nicht? Doch. Ja? Das gibt es ja. Ja? Das gibt es ja. Das ist selten. Das stimmt tatsächlich, dass die Leute von Privatschulen es schwieriger haben, an staatliche Häuser zu kommen. Vor allem an große Häuser. Aber jetzt zum Beispiel bei älteren Kollegen habe ich keine Ahnung, wo die studiert haben. Also wenn jemand irgendwie so 50 oder 60 ist und schon 30 Jahre im Beruf, I don't know, wo der war, keine Ahnung. Also ist auch wirklich wurscht. So, Hauptsache der spielt mit einem. Der beherrscht das. Aber es gibt zum Beispiel auch Kollegen, da gibt es auch wenige, aber ich kenne einer meiner besten Freunde, der zum Beispiel gar nicht studiert. Ach so. Der spielt am Burgtheater, rauf und runter. Ach so. Zu meinem Alter, ja. Gar nicht studiert. Ich sag jetzt nicht, das ist... Ich weiß, dass du das Video guckst, weil du interessiert an so einer Ausbildung bist. Wenn du an staatliche Bühnen möchtest, ist es vielleicht schon mal leichter, dich wirklich durch diese ganzen Vorspeicherrunden zu... Ja.
zu sprechen. Irgendwann klappt's. Ich habe es gar nicht probiert. Ah, meine Realität sah so aus. Einfach probieren. Ach nee, ich spreche jetzt, ich mache jetzt mal ein Jahr Grundstudium und dann spreche ich vor. Das blieb dann dabei. Was macht man? Ich habe nur kurz ein Bier geholt. Ja, okay. Vielleicht später. Was ja. Kommt denn da auf uns zu? Weiß ich nicht. Sie wir werden jetzt gleich definitiv so angegriffen. Unter Wasser auf uns ja. zukommt? Ein Thriller. Wir drehen einen Thriller hier auf dem... Was ist das? Warte mal, im chinesischen Garten in München, das muss man vielleicht nochmal erwähnen. Wir sind nämlich gerade in einem Tretboot auf dem See, am Seehaus oder wie das auch immer heißt. Chinesischer Garten? Ich dachte, der englische. Ach ja, scheiße. Der englische Garten, ach, das ist doch das Gleiche. Ja, China, England. China oder England, also das muss man ja. Was ist denn da der Unterschied? Seit wann bist du denn jetzt fertig mit deinen Ausbildungen eigentlich? Also ich habe von 2006 bis 2010 war ich in Berlin, davor wie gesagt ein Jahr in Frankfurt. Dann bin ich von 2013 bis 2015 in New York gewesen und seitdem studiere ich nicht mehr. Ich habe also 7 Jahre Schauspiel studiert. Nicht schlecht. Insgesamt. Das ja. reicht dann irgendwann aber auch. Aber dann bist du aber auch so ein Mensch, der eigentlich gerne Wissen anhäuft. Absolut, ne? Absolut. Wie sieht es mit Philosophie aus? Philosophie schätze ich unglaublich. Und was für eine schöne Ente. Guck mal, mit einem roten Schnabel. Stimmt. Wahnsinn. Ich habe nie gesehen. Rotes Auge, roter Schnabel. Philosophie finde ich super. Vor allem häufig auch für Theaterstücke sehr gut zu gebrauchen. Ist aber auch nicht unkompliziert. Ist manchmal halt etwas verkopft. Aber grundsätzlich, Philosophie ist ein ganz... wichtiger Zweig. Ja. Also auch für Schauspieler, auch im Schauspiel. Ja. Ja, finde ich nämlich auch. Also dass das total Parallelen auch einfach hat. Liest du viel Philosophie? Hast du Philosophie ja, studiert? Aber es interessiert mich einfach mega. Also ich finde das einfach auch manchmal, also mein Freund hat Germanistik studiert und Sprachen studiert und ganz viel, er weiß ganz viel, er hat ganz viel gelesen, auch ganz viele Philosophen gelesen und manchmal haue ich dann so Gedanken, die ich mir mache, raus. Und dann sagt er, ja, das hat doch der schon geschrieben drüber und so, das musst du mal lesen. Dann sage ich immer, Moment mal, jetzt mache ich mir hier wochenlang Gedanken und irgendwer hat es schon aufgeschrieben. Nein, aber es ist wirklich abgefahren cool und hilft auch bei der Rollenarbeit, finde ich jetzt. Ja, voll, also wenn man klar. da so ein bisschen einfach mal sich noch mehr an Gedankengut, sage ich mal, anhäuft von ja, Philosophen. Dann ja, das, was du gerade sagst, ist natürlich irgendwie so eine Erfahrung, die man irgendwie dann so ein bisschen mit den Jahren so macht. Dass es fast alles schon gegeben hat. Ja. Wenn man so denkt, das ist so ein großartiger Gedanke, dass da noch niemand drauf gekommen ist. Meistens ist schon irgendwer drauf gekommen. Ist da meistens schon. Oder ja, auch aber Inszenierungen, Bilder, Musik zu benutzen auf der Bühne. Meistens hat es schon irgendwer gemacht. Ich denke mir, man sollte sich auch mal wieder lernen, ein bisschen freier davon zu machen, dass man natürlich auch Dinge machen darf, die schon jemand gemacht hat. Ja. Ne, oder? Darf, ja klar, man darf alles, alles. In der Kunst, oder? Immer, überall darf man alles, wenn man bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Genau, Eigenverantwortung. Aber da muss man es wenigstens 100% durchziehen, oder? Ja, doch. Wenn den Karren vor die Wand... Ja, dann musst du halt bezahlen danach, wir können dieses Boot ja gleich versenken. Wie sieht's mit Drehen aus? Drehen tue ich auch. Noch nicht so viel, auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt so viel studiert habe. Ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn es ging dann so gerade los, als ich so 3 Jahre gearbeitet hatte mit so hier und da ein bisschen was drehen und so. Und dann bin ich schon wieder nach New York gegangen und dann war man quasi weg von dem Markt hier in Europa und in Deutschland. Und es dauert dann einfach wieder, bis Leute einen wahrnehmen und einen überhaupt zu Castings einladen. Es macht aber auch Spaß, weil es ganz anders ist als die Theaterarbeit einfach. Und irgendwie dieses verschiedene Sachen machen oder dann mal, wenn man viel Theater macht und dann halt mal was anderes machen darf, das ist so wie, weiß ich nicht, immer Reis essen und auf einmal gibt's Kartoffeln. Oh geil, Kartoffeln. Dann freut man sich über Kartoffeln, weißt du. Ja klar. Aber wo wir bei Vergleichen sind, was sagst du denn zum amerikanischen Schauspieler und dem deutschen Schauspieler? Du warst ja in New York. Ja, was ich dazu sage, zum Unterschied, ja, meinst du? Ja, so wie die Herangehensweise. Hast du da irgendwas, was dir prägnant aufgefallen ist?
Also von der Ausbildung her machen die ungefähr zu 85% genau das gleiche wie wir. Ja. Also wirklich haargenau deckungsgleich. Das hat mich auch ziemlich genervt irgendwann, weil ich natürlich blauäugig hingegangen bin und gedacht habe, jetzt lerne ich hier von Grund auf neu nochmal das Pferd aufzuzäumen. Mhm. Und dem ist überhaupt nicht so. Die kochen genauso mit Wasser wie wir. Ja. Aber grundsätzlich der größte Unterschied, den ich dort dann festgestellt habe, aus meiner Perspektive war, dass in Europa und im deutschsprachigen Raum wird eher so gearbeitet, dass die Regisseure auch und die Schauspieler zu einem Theaterstück, zu einer Inszenierung mitbringen, was diese Figur mit ihnen macht, ihren eigenen Erfahrungshorizont. Ja. Yeah. Also wenn du dir zum Beispiel Hamlet an der Schaubühne mit Lars Eidinger anguckst, yeah, da geht es darum, wie Lars Eidinger diese Rolle gegriffen hat, was der damit macht. Ja. Yeah. Wie der das interpretiert. Deswegen gehen die Leute auch rein. Ja. Und in Amerika ist es eher so, dass die Schauspieler versuchen, quasi ihren Erfahrungshorizont auf den Erfahrungshorizont der auf dem Blatt Papier geschriebenen Figur zu erhöhen. Also yeah, hochzuhieven quasi. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel ein Arzt ist bei Tschechow oder so, mhm, dann ging es zum Beispiel in der Schauspielausbildung häufig darum, du musst jetzt quasi für die Figur Wunden zunähen lernen. Ach so. Dass du diese Erfahrung hast, die ein echter Arzt hat, der 1830 irgendwie gelebt hat. Dann mhm, mussten die sich die Nadeln besorgen, mit denen die damals operiert haben und in irgendeinem Vortrag uns ein Stück Fleisch vormachen, wie sie eine Wunde genäht hätten, wenn sie quasi zu einem Notfall gekommen wären und so weiter. Mhm. Also es geht da vielmehr darum, quasi nicht so seinen eigenen kleinen Horizont und seine eigene Perspektive in die Figur zu bringen, sondern seine Perspektive zu erweitern. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Mhm. Manchmal ist das Amerikanische dadurch halt irgendwie so ein bisschen langweilig, weil es halt eher wie so ein sehr, sehr gut gemachter Geschichtsunterricht dann funktioniert, quasi. Mhm. Weil alles halt irgendwie so perfekt ist und dieses Gespür, diese Sensualität quasi für die Figur dadurch natürlich gegeben ist. Aber das, was das quasi mit einem persönlich macht, das, wo dann der Zuschauer auch andocken kann an einem Schauspieler und sich selbst dadurch betroffen fühlt oder angeregt fühlt, das findet dann häufig halt nicht statt. Das kommt halt sehr auch darauf an, was der Theaterabend oder die Inszenierung oder die Rolle oder der Film, wie der funktionieren möchte, in welchem Stil quasi. Ja, okay. Weißt ja, du? Klar. Du kannst ja nicht irgendwie ein naturalistisches Stück mit Herbert Fritsch machen oder so. Welche ist die häufigste Frage, die du gestellt bekommst, wenn du sagst, du bist Schauspieler? Ja, wie können Sie sich so viel Text merken? Ja, wie kannst du dir denn so viel Text merken? Jetzt können wir mal die Frage beantworten. Ich verbringe quasi von den 24 Stunden am Tag meistens so 16 Stunden mit Text lernen. Also ich sitze wirklich dann zu Hause an meinem Tisch und lerne einfach schon im Voraus auch. Ja. Schon Textbücher auswendig, also die dann irgendwie in 10 Jahren dann kommen können, damit ich die dann schon kann. Ach, das machst du wirklich? Ja, ja, klar. Also zum Beispiel, jetzt gerade lerne ich zum Beispiel die kompletten Tagebücher von Sigmund Freud, kann ich jetzt fast schon auswendig. Nein, I'm just kidding. Ist okay, Moment mal. Ich habe gerade gedacht, jetzt geht's aber los hier. Nee. Nein, Text lernen ist ganz einfach. Du setzt dich einfach hin und lernst den Text und fertig. Das ist so einfach. Also. Gut, oder? Also ich musste aber auch jetzt erstmal, da musst du jetzt ganz schön hochstapeln. Und außerdem, wenn du das quasi jeden Tag dann auf der Probe machst, diese Szenen quasi wiederholst, dann ist das irgendwann drin und dann ist es hat es auch so mit dem Körper zu tun, dass der Körper sich merkt, aha, jetzt bin ich hier an der Stelle, jetzt gucke ich dich an, jetzt spielen wir intensiv die Szene, jetzt fasse ich dich an oder werf dich rum oder du mich oder was auch immer und der Körper, so merkt der Körper sich und die Worte werden quasi mit einer Körperlichkeit verbunden und eingefangen und so bleibt der Text eigentlich ziemlich gut immer hängen. Mhm. Was sagst du zum Thema Schauspielerleben und Eifersucht in Beziehungen? Ist ja viel schon, ist ein bisschen persönlicher, musst du auch nicht will. Du meinst jetzt in einer Beziehung, die ich habe, dass meine Freundin darauf eifersüchtig ist, dass ich eine Kollegin auf der Bühne küsse oder was? Zum Beispiel. Oder eine Sexszene mit der hätte, mit einer anderen Wie siehst du das persönlich?
Ich sehe das überhaupt nicht schwierig. Ich weiß, dass das unser Beruf ist und dass man dafür quasi bezahlt wird und dass man das macht, damit andere Leute sich mit etwas identifizieren können oder berührt fühlen. Und dazu braucht es halt körperliche Nähe. Dass diese körperliche Nähe häufig natürlich auch dazu führt, dass man sich ineinander verknallt, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Weil wenn man irgendwie 6 oder 8 Wochen lang hochromantische Shakespeare-Texte miteinander wälzt und sich auch noch die ganze Zeit küsst oder so, dass man sich dann, dass einem dann vielleicht so vorkommt oder tatsächlich passiert, dass man sich ineinander verliebt oder so, ist gehört quasi auch dazu. Und das ist irgendwie so das wahrscheinlich tägliche Brot, mit dem man in einer Schauspielerbeziehung umgehen muss. Okay. So. Also man muss sich dessen bewusst sein. Und ich höre eigentlich immer, dass wenn Schauspieler zusammen sind, dass es dann eigentlich nicht ein Problem ist. Oder wenn es quasi jemand ist, der auch in diesem Feld tätig ist, das ist nicht so ein großes Problem. Als vielmehr, wenn es jemand ist, der mit dem Metier überhaupt gar nichts zu tun hat. So. Dass da häufig höre ich, dass da nicht so ein Verständnis dafür ist oder die Eifersucht quasi größer ist, wenn die Leute sich dann irgendwie die Premiere angucken müssen und sehen, dass ihr Freund oder ihre Freundin mit jemand anderem quasi rumknutscht oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ja, das muss man dann irgendwie ansprechen und dann man kann ja immer über alles reden. Wir können das halt nicht abstellen. Wir wollen das auch nicht abstellen. Das wäre völlig kontraproduktiv. Wenn du einem Schauspieler in einer Beziehung sagst, wir können aber nur zusammen sein, wenn du niemanden auf der Bühne küsst oder im Film, dann funktioniert die Beziehung nicht. Mhm. Das ist ja quasi Grenzen aufziehen, wo keine Grenze sein darf, weil das ist ja in dem Moment nicht, vielleicht kann daraus etwas entstehen. Ich glaube, das ist eher die Angst, die sein sollte. Aber wenn daraus etwas entsteht, dann ja viel mehr wahrscheinlich, weil in der richtigen Beziehung oder in der Beziehung, die man in dem Moment hat, irgendetwas fehlt. Ja, gut, das ist was Grundlegendes. Da geht es dann wieder wirklich in die grundlegenden Sachen, die dann auch gar nichts mehr mit dem Schauspielerberuf zu tun haben. Weil das, was dann in dem Moment passiert, ist nicht wirklich, ist nicht echt. Manche von uns sind so gut, dass es wirklich so aussieht und so muss es auch sein. Aber auch da, wenn Leonardo DiCaprio Kate Winslet küsst, ist das nicht echt. Also im Grunde sind meine Fragen jetzt alle, also ich bin fragelos, ich habe Leere im Kopf, was Fragen angeht. Okay. Möchtest du noch irgendwas loswerden an Leute, die jetzt zugeguckt haben, da draußen in Bezug auf Schauspielausbildung, Schauspieler sein oder einen schönen Spruch oder irgendetwas? Habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Immer Spaß haben. Auch wenn die Rolle eigentlich keinen Spaß macht, sollte sie Spaß machen. Ich fand es wieder mal super interessant, wieder mal ganz anders als sonst. Okay. Und danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine ganzen Infos. Sehr gerne. Danke für diese schöne Bootfahrt. Ja, gerne. Ja, und ihr da draußen? Im chinesischen Garten, wirklich sehr zu empfehlen. Da sitzen auch ganz viele Chinesen einfach. Also bierbäuchige Chinesen. Genau. Nein, aber du da draußen, also ihr da draußen, danke fürs Reingucken. Ich muss mal runterrutschen, merke ich gerade. Und mein Bein, das war schon die ganze Zeit so, ne? Gut, also. Das war jetzt das heutige Video vom Künstler im Gespräch. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Alle Infos zu diesem Mann sind dann in der Infobox unter dem Video. Ja, und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!